Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Immer mehr Menschen in Österreich sind armutsbetroffen. Für immer mehr Familien wird es schwieriger, sich die Mieten, das Heizen, aber auch die Lebensmittel noch zu leisten. Die Regierung hat jetzt ein sehr, sehr kleines neues Paket gegen die Teuerung präsentiert. Was es in diesem Land braucht, woran es mangelt, das möchte ich jetzt Erich Fenninger von der Volkshilfe fragen. Und ich freue mich sehr, ihn hier im Studio begrüßen zu können. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke Frau Daniel. Herr Fenninger, jetzt weiß man, dass durch diese Rekordteuerung, die ja immer noch sehr viel höher ist als in anderen EU-Ländern erstaunlicherweise, sehr, sehr viele Menschen armutsbetroffen sind. Aber wie viele Menschen sind schon in die Armut abgerutscht durch die Teuerung? Also in etwa kann man sagen, dass in Österreich 1,5 Millionen Menschen armutsbetroffen sind oder armutsgefährdet sind. Mhm. Das bedeutet, dass sie große Schwierigkeiten haben, das Monat zu bestreiten finanziell. Zum Zweiten, dass sie halt unerwartete Ausgaben beispielsweise, dass der Kühlschrank kaputt wird, nicht bezahlen können. Und das ist einmal dieses Mengengerüst. Das Zweite, was wir wissen aus der Forschung, und die Zahlen sind aktuell, dass quasi weniger als jedes fünfte Kind faktisch armutsbetroffen ist. Das sind in exakten Zahlen 353.000 Kinder und Jugendliche, die in Österreich leben. Mhm. Und dass beispielsweise derzeit rund 500.000 Menschen im Hintertreffen sind, was die Miete betrifft. Also dass sie hier die Mieten zum Teil noch nicht bezahlt haben. Und das Zweite, glaube ich, in der Frage inkludiert ist, dass wir erleben und sehen das ähnlich wie der Fiskalrat, der 35% der Menschen verortet in einer Situation, dass sie das Leben nicht leisten können. Das heißt, wo am Ende des Monats kein Euro sparen möglich ist und im Gegenteil sie auf die Rücklagen sozusagen und auf Ersparnisse zurückgreifen müssen. Also zusammengefasst, die Teuerung macht die Menschen ärmer. Und auch quantitativ gesehen erfasst sie die untere Mittelschicht bis zur mittleren Mittelschicht. Jetzt aus Ihrer Erfahrung, was trifft die Menschen in der Teuerung gerade am meisten? Ja, ich glaube, so wie Sie es auch immer wieder berichten, es ist einmal die Miete. Also die Mietpreise sind durch die Decke gegangen. Mhm. Hier würde ich auch gerne die Kritik anbringen an der Bundesregierung. Es ist mir unverständlich, dass man sich nicht durchringt, sozusagen eine Mietpreisbremse durchzusetzen. Selbst die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das ja auch quasi eingefordert, dass es einerseits für die betroffenen Menschen so wichtig wäre, Dämpfung der Miete zu halten und zum Zweiten natürlich auch inflationsdämpfend wirken würde, ökonomisch. Also das heißt, wir hätten zwei Effekte. Die Menschen an sich müssten nicht mit Teuerung bis zu 9% und mehr sozusagen konfrontiert sein. Und zum Zweiten würde es auch die Inflationsrate senken und das Leben wieder leichter machen. Unverständlich. Und ich verstehe es auch nicht, weil wir sehen ja in der Bundesregierung, dass die Koalitionspartner natürlich hier sehr verschieden sind. Also wo man schon sieht, dass gerade der Johannes Rauch, der Sozialminister und die Grünen eher versucht haben, das durchzusetzen. Und mir ist nicht ganz erklärbar, dass die ÖVP sich ausschließlich sozusagen fast als Immobilienvertreterpartei präsentiert. Ja? Weil ja auch die ÖVP von Menschen gewählt wird, die nicht Immobilien besitzen, ist mir unerklärlich. Der zweite Bereich ist natürlich Energiekosten. Mhm. Das sind enorme Anstiege an Rechnungen, wo ja viele uns zeigen, die Rechnungen, dass sie weniger Energie verbraucht haben, eben im Wissen, dass alles steigert und haben deutlich eingespart und zahlen aber das Zigfache sozusagen was wie im letzten Jahr. Und natürlich ist der dritte Bereich schon auch das tägliche Leben, der tägliche Einkauf. Mhm. Wir reden jetzt von einer Inflationsrate von 9,8%. Ebenso, wie Sie sagen, im Unterschied zu anderen Staaten enorm hoch. Mhm. Und das Zweite ist, dass ja dieser unmittelbare Einkauf, den wir alle brauchen, um zu leben und die Lebensvoraussetzungen zu begründen, also Lebensmittel,
ja bei 14-15% liegt. Nicht? Oder wenn man sich die einzelnen Produkte anschaut, Mehl, Brot und so weiter, das sind 22% Steigerungen. Mhm. Also das ist gigantisch. Jetzt hat die Regierung, auf die, Sie haben es schon angesprochen, sehr viele, also auch der Fiskalrat, aber sehr viele Experten oder fast alle Wirtschaftsexperten haben auch schon kritisiert, man muss was gegen diese enorme Teuerung unternehmen. Wir nennen es eher ein Mini-Paket präsentiert. Aber da wird mich Ihre Meinung interessieren. Also die Regierung sieht eigentlich vor allem die Energiepreise als Problem an und droht jetzt den Energiekonzernen, wenn die nicht einen günstigeren Preis zurückgeben an die Konsumenten, weil an den Börsen ist ja der Preis schon gesunken, dann würde man deren Gewinne stärker abschöpfen. Das kommt, dann kommt beim Thema Lebensmittel eine Transparenz. Datenbank, das heißt, dass die Lebensmittelpreise veröffentlicht werden und die Bundesgebühren werden erneut eingefroren. Reicht das Ihrer Meinung nach? Nein. Also fangen wir vielleicht beim Wohnen nochmal an. Also mir ist es auch nicht verständlich, dass Wohnen eigentlich zur Ware geworden ist. Das war ja nicht immer so, aber dass mit Wohnungen mittlerweile spekuliert wird, hochgradig verdient wird, dass Menschen, die Immobilien besitzen, also nicht zu den Menschen gehören, die, über die wir jetzt reden. Und die Regierung sich nicht, also im Besonderen halt leider wieder die ÖVP, eine Mietpreisbremse blockiert hat. Und das sagen auch die Ökonomen, das wäre volkswirtschaftlich wichtig gewesen und würde den Menschen helfen. Wenn ich da nur kurz die ÖVP-Sicht einbringen kann, weil wenn man ÖVPler oder ÖVP-Regierungsmitglieder fragt, antworten die halt, naja, nur bei den Richtwertmieten einzugreifen, das seien eh schon de facto privilegierte Mieten und der Großteil der Menschen im Land hätte ja private Mietverhältnisse und da würde das nichts bringen. Also ich glaube, dass man generell schon als Gesellschaft das Recht hätte, hier einzugreifen in der Summe. Also Sie meinen auch bei privaten? Also ich glaube, dass es schon wichtig wäre, hier einfach Regulative einzuführen. Wenn der Markt sozusagen hier aus den Rudern läuft und wenn man aus diesen Immobilien dermaßen hohe Gewinne macht, dann ist es sozusagen auch in unserem Interesse des Volks, der Bürger, Bürgerinnen hier, dass der Staat hier regulierend eingreift. Es geht ja nicht darum, dass man die Menschen dort enteignet, sondern es geht darum, dass sie nicht so viel Gewinn einfach erzielen, wo so für andere einfach ein Problem ist. Also insofern würde ich schon meinen, man schützt hier die Falschen und es gibt ja viele Berechnungen, die zeigen, zum Beispiel, dass man 2% nur anhebt nicht, und dann in einer langsamen Kurve Erhöhungen durchführt, dass das alles möglich wäre und niemand sozusagen zu Schaden käme, außer dass die Gewinne nicht so exorbitant sind. Also das wäre auf jeden Fall die eine Notwendigkeit, glaube ich, gewesen. Das Zweite ist es mir auch unverständlich, dass man in den Energiemarkt nicht wirklich eingreift, weil das gehört zur Daseinsvorsorge. Das brauchen wir zum Leben und Überleben. Und wenn man doch weiß, und wir wissen ja das sozusagen nur, wo man es über die Medien erfahren, welche Gewinne dort stattfinden, dass scheinbar in dem Bereich sie die Gewinne verdoppelt haben, wenn sozusagen das, was veröffentlicht wird, stimmt und gehe davon aus, dann ist das ja unverschämt. Das ist obszön, noch dazu, wo mir ja bekannt ist und das ja auch die Länder zum Teil sagen, dass hohe Rücklagen sind. Also die Unternehmen in der Energieversorgung sind nicht im Bedrängnis. Und dass man das auch, wenn ich es moralisch sage, mit seinem Gewissen in den Vorständen verantworten kann, selbst Gewinne zu haben, die unvorstellbar groß sind, so wie noch nie. Und dann gleichzeitig den Strom zu erhöhen für die Menschen, ich finde es unerträglich. Und echt obszön, dass man so agiert. Und wenn Sie es nicht können, genügt nicht nur reden lieb, sondern dann würde eingreifen. Also auch eine Energiepreisbremse. Genau, Mietpreisbremse, Energiepreisbremse. Was würden Sie bei den Lebensmitteln machen? Bei den Lebensmitteln hat es ja schon längeren den Vorschlag gegeben, also die Mehrwertsteuer zu senken. Da sagen jetzt Experten wieder, das könnte wieder so ein Gießkannenprinzip auslösen. Das stimmt und deshalb waren wir haben uns den Forderungen vor einem Dreivierteljahr noch nicht angeschlossen. Einfach aus dem Grund genau, dass Sie sagen, wir kritisieren ja ständig die Gießkanne und plötzlich also, will eine Gießkanne vorschlagen, aber
Wir sind mittlerweile, also alle, die uns zusehen, wären quasi in der Not. Ja? Und deshalb wäre es schon eine Notmaßnahme, die man sehr sofort faktisch machen könnte. Wir haben es uns durchgeschaut und es ist ja durchberechnet worden, das würde den Menschen in den untersten Einkommensschichten 1,2% Ersparnis bringen und in den obersten Einkommensschichten nur 0,3. Und wenn man es finanziell herausrechnet, würde es für die Menschen mit weniger Einkommen 138 Euro Ersparnis pro Monat kriegen und 128 Euro sozusagen für die gut und super Verdienenden. Also ich würde schon sagen, weil nichts passiert ist, würde ich schon meinen, es ist richtig, das jetzt zu machen. Ich glaube schon, weil sozusagen die untere Mittelschicht echt ein Problem hat und wir könnten hier schneller Veränderung erzeugen. Das Argument, das von der ÖVP auch immer wieder kommt, ist, dass es nur die Energiepreise seien und dass man merken würde, naja, die Restaurants seien alle voll und die Nachfrage sei halt sehr hoch. Und deswegen sei das keine Gierinflation, weil darüber wird ja diskutiert, darüber möchte ich auch kurz zu sprechen kommen. Und das wird dramatisiert, das Problem. Ja, ich denke, das sind, so reden die, die selbst in Restaurants gehen und dort ihre Abende oder Mittagessen, vielleicht nur Geschäftsessen mittags machen. Aber nicht alle reden so. Es gibt auch Menschen, die das machen und die Empathie haben. Aber ja. Dann habe ich es falsch formuliert. Also ich meine, ich spreche von jenen, die sich das leisten können und in der Tat sehen, dass in der Gastronomie auch wer anderer sitzt und nicht nur ich selbst das meine. Der Blick fällt allerdings auf die Menschen, die schon lange nicht in die Gastro gehen, weil die einfach sich das nicht leisten können. Mhm. Und das ist, glaube ich, das meine ich, die Differenz. Also, dass wenn wir das schaffen, so mit dem Einkommen nach wie vor noch, was ich nicht, einmal im Monat vielleicht wohin zu gehen am Abend oder so und auswärts essen, dann bedeutet das nicht, dass die anderen können und die nicht können, die sehen wir nicht. Die kommen nicht auf die Plätze und das ist mal wichtig herauszuheben. Und wir sehen das ja auch im Tourismus, ohne da Experte zu sein. Also dass zwar die Nachfrage zum Teil da ist, aber das sind Schichten, die einfach deutlich mehr verdienen als früher, wo früher wahrscheinlich alle sozusagen Skifahren gegangen sind, die ja gefördert waren von Bildungseinrichtungen, von den Schulen, geht heute eine andere Schicht sozusagen. Und die Menschen mit geringeren Verdiensten können sich das nicht leisten. Und das sehen wir auch bei uns in der Volkshilfe, dass nicht nur die ganz Armen, die können sich sowieso weder Urlaub leisten, noch, weiß ich nicht, in Schönbrunner Zoo mit den Kindern zu gehen, aber die mittlere Mittelschicht, wo die einfach sagen, da geht es ja heuer kein Urlaub aus. Mhm. Wenn nicht stärker eingegriffen wird, was befürchten Sie dann? Ich glaube, es ist zum Teil schon eingetreten, dass, also wenn's bei 250.000 Menschen, die Umfrage gibt es ja, sozusagen kein zweites Paar Schuhe leisten können, wenn es für schlechtere Witterungsverhältnisse, dann ist das für Österreich ein ungewohntes Bild. Das hatten wir nicht. Und in der Sozialarbeit beispielsweise, vor 15, 20 Jahren hat man gelächelt, wenn jemand nur Lebensmittelgutscheine ausgibt oder sozial. Und das ist aber alles gewachsen. Und das ist gefährlich, weil die Menschen, die Gruppe immer größer wird, die ein Problem hat. Qualitativ wird es immer ärger. Das heißt, dass die Menschen, denen es vorher nicht gut gegangen ist, jetzt noch ganz anderen Druck haben. Und die fühlen sich von der Politik letztlich auch nicht mehr repräsentiert. Das ist das Thema, was mich bewegt, dass die einfach zum Teil nicht mehr wegen gehen. Also sagen, wem soll ich da wählen? Das interessiert ja eh keinen. Sie erleben aber gleichzeitig, dass Lobbyisten, wie wir es aus den Chats und woanders her kennen, dort ein- und ausgehen und ihre Interessen durchsetzen. Und natürlich auch viele, die dann aus Protest wählen und sagen, also es muss sich was ändern. Und das halte ich demokratiepolitisch wirklich gefährlich, dass die Menschen auch in Österreich immer weniger gleich sind und die einen unfrei leben und die anderen sozusagen die Welt bestimmen. Das heißt, Sie meinen, dass die Schere immer mehr auseinandergeht. Jetzt ist es so, dass die Regierung tatsächlich sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat im letzten Jahr gegen die Teuerung. War das kontraproduktiv? Also hat sie falsch ausgegeben? Ich glaube, man könnte vielleicht differenzieren.
Es hat ja wahnsinnig viel bei Corona-Zeit schon beginnen, Hilfspakete und für viele Unternehmen, wo es jetzt ja Befunde schon gibt, dass man zum Teil Unternehmen und Branchen gefördert hat, die es nicht notwendig gehabt hätten. Das ist immer ein Fehler. Natürlich war das eine Riesendrucksituation. Ich will auch nicht jemand ungerechtfertigt kritisieren. Da bin ich immer vorsichtig, aber ich glaube, dass das ein Befund ist. Und das Zweite ist, dass es halt eben, dass man zu wenig getan hat, um die Löhne zum Beispiel raufzusetzen bei den Geringverdienenden, wo ja die Geringverdienenden heute weniger verdienen als vor 20 Jahren. Das ist ja unglaublich. Und es gibt aber schon Bereiche, die ich zitieren darf. Zum Beispiel das Sozialministerium hat den Schulstart sozusagen Paket gemacht. Wir dürfen das durchführen. Wir haben eine Ausschreibung gewonnen. Und da unterstützen wir August, September 50.000 Kinder und Jugendliche mit ungefähr 120 Euro. Das ist schon substanziell. Also das sind schon Hilfen, die ankommen und wirklich ganz genau bei jenen, die wenig haben. Oder auch der Wohnschirm, den es hier gibt und der immer wieder präsentiert wird, wo wir mit anderen Organisationen in Österreich halt Menschen, die mit Rückstände haben oder delogierungsbedroht sind, helfen können. Aber das ist sozusagen nicht präventiv alles, substanziell wichtig, aber ich würde mir wünschen, dass die Regierung viel stärker in substanzielle geht, um die Strukturen zu verändern und nicht sozusagen danach versucht zu helfen. Also Prävention wäre besser. Sehen Sie noch eine Möglichkeit, dass sich da was verändert? Sie haben jetzt mehrmals angedeutet, dass der ÖVP-Teil der Regierung, aber auch bei den Grünen, hat man eigentlich erst seit der Salzburg-Wahl den Eindruck, dass das Thema stärker angekommen ist, also wen die Teuerung alles betrifft. Sehen Sie da noch Möglichkeiten? Also ich hoffe, also der Lebensmittelgipfel, der erste, ist gescheitert. Gleichzeitig war es trotzdem nicht ganz falsch, weil ich glaube, dass dem Vizekanzler und dem Sozialminister gelungen ist, einmal einen Druck zu machen, dass was zu tun ist. Jetzt gibt es heute Mini-Ergebnisse, würde ich meinen, und nicht wirklich etwas, was sofort die Leute spüren. Das ist einfach weit entfernt. Und vielleicht die 10 Millionen, glaube ich, für die Sozialmärkte und Tafeln, glaube ich, stehen drinnen, was ich jetzt mitbekommen habe, okay. Aber ansonsten ist das zu wenig. Also ich kann nur aus meiner Position heraus appellieren mit den Menschen mit wenig Einkommen, nicht mit den ganz Armen, dass die Regierung hier handelt und man muss versuchen, einen Druck aufzubauen, dass in die Strukturen eingegriffen wird. Also so wie wir jetzt besprochen haben, also Mietpreisbremse etc., dass die E-Wirtschaft einfach wirklich nicht nur gebeten wird, sondern einfach wirklich regulativ eingreifen. Das wäre die Hoffnung, die geäußert wird. Und wenn das jetzt nicht kommt, glaube ich, muss auch eine Bewegung entstehen in Österreich bis zur nächsten Nationalratswahl, die von der Bürgerinnenseite her klar macht, dass wir das nicht mehr so wollen. Wir brauchen das jetzt eine Partei oder Demonstrationen? Nein, ich glaube, dass es auch an uns der Zivilgesellschaft liegt, zu der ich mir zähle, beispielsweise, wo es ja auch gelingt mit der Kindergrundsicherung. Kinderarmut war kein Thema, habe es zum Thema gemacht, jahrelang, und auch eine Lösung durchgerechnet und das seriös gemacht, wo man merken, da kriegt man wirklich eine Zustimmung. Bei vielen Bürger, Bürgerinnen, bei Eltern, bei Omas und Opas. Also das wäre so ein Punkt. Oder dass man sagen, es muss Schluss sein sozusagen mit einer Sozialhilfe jetzt, also wo die schwarz-blaue Regierung eine Obergrenze eingeführt hat, wo die Länder jetzt sagen, in der Situation ist das ein Wahnsinn. Ich kann faktisch, obwohl ich weiß, dass die Lebenslage es erfordert, nicht mehr Geld geben der Familie ABC, weil der Bund mir das vorschlägt. Also das wären Dinge, wo ich schon glaube, dass viele aufstehen müssten und einen Druck entwickeln auf die Parteien und sie prüfen, wer würde das dann zur Koalitionsfrage machen. Gut, dann Erich Fenninger, danke für das interessante Interview. Danke. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.